der Wache Köln-Mülheim erscheint eine Mutter mit ihrem Sohn, der von einem Perversen erpresst wird. Frau Kupp, dann erzählen Sie mir doch mal, warum Sie hier sind. Geht also, um eine Anzeige, weswegen? Ja, also ich weiß halt nicht gegen wen, weil mein Sohn hat mir heute Morgen erzählt, er wird erpresst. Er hat eine E-Mail bekommen, eine anonyme, so eine perverse Mail, wo drin steht, dass er 2.300 Euro bezahlen soll für irgendetwas, was er kriegen kann oder, ne, also, und wenn er das nicht bezahlt, dann soll er Deutschland verlassen und mehr hat er mir leider nicht gesagt. Ich kriege auch nichts mehr raus und ich habe gesagt, wir fahren direkt zur Polizei nach. Also, Sie geben mir schon mal freiwillig hier einen Ausweis, das ist hervorragend. Der junge Mann hält sich auffällig bedeckt, was den Inhalt der E-Mail angeht. Offenbar ist ihm die Sache extrem unangenehm. Kann Michael Weber dem 18-Jährigen das Geheimnis entlocken? Da haben Sie mal die E-Mail da, dass man die mal lesen kann, worum es überhaupt geht, warum Sie erpresst werden. Wissen Sie denn, warum Sie erpresst werden? Ja, wissen Sie nicht? Schauen Sie sich's mal an. Ich lese mal selber, wenn Sie nichts dagegen haben. Ne? Ich werde es ja wahrscheinlich. Aha, aha. Soll ich mal laut vorlesen? Haben Sie schon gelesen? Nein. Ich lese mal. Hey, du Schwein. Ich habe dich durch deine Laptop-Kamera beim Masturbieren aufgenommen. Ein widerlicher Anblick. Wenn du verhindern willst, dass die Aufnahme an all deine E-Mail-Kontakte versendet werden, musst du das Bundesland bis zum Sommer verlassen und bis morgen Abend 2.300 Euro auf das PayFriend-Konto dieser E-Mail-Adresse überweisen. Deine Chronik ist echt ekelerregend. Das kann ja nicht auch sein. Nicht schlecht. Diese Seiten haben sie angeguckt, weil sie sagen, das stimmt. Ja. Ja, mein Gott, sie sind 18 Jahre alt. Was sie zu Hause machen oder was, das ist mir egal. Nur, da waren Sie also wirklich auch, das ist nachweisbar, dass Sie auf den Seiten waren. Also hat wirklich jemand bei Ihnen am Laptop diese Daten auch gefunden und hat die oder will sie jetzt gegen Sie verwenden? Ja, muss. Der Erpresser fordert die auffällige Summe von 2.300 Euro. Genau diese Menge Geld besitzt der 18-Jährige auf seinem Sparbuch. Für Michael Weber ist das kein Zufall. In Bezug auf das Bundesland, weil das geht ja schon in den persönlichen Bereich. Hier ist ja jemand, der irgendwie was zu wissen scheint. Ja, also mein Bruder weiß es. Okay, wie ist das Verhältnis zu ihm? Gut? Gut. Okay. Und ja, meine Freundin weiß es. Ihre Freundin? Dass ihr Sohn eine Freundin hat, ist für die Mutter völlig neu. Denn bei dieser handelt es sich um den Schwarm ihres Stiefsohnes. Kann das sein, dass ihr Bruder das vielleicht weiß? Ihr Stiefbruder, dass sie mit der Lara zusammen sind? Dass das vielleicht im Background ist? Bei dieser konfliktreichen Konstellation sieht Michael Weber eindeutig ein Motiv für die Erpressung. Er zieht Kollegin Ilka Fischer zur Rate. Also ich habe hier eine Familie da und da sitzt die Mutter mit ihrem Sohn. Und der Sohnemann hat eine E-Mail bekommen, die eigentlich heutzutage 20.000 Mal am Tag verschickt wird. Ja, du bist gesehen worden bei irgendwelchen Seiten und wir kriegen dich und überweis Summe X. Problem ist allerdings, dass hier eine persönliche Beziehung ist. Also die Seiten hat er wirklich besucht. Ja. Das ist nachweisbar, weiß er auch selber. Das ist ihm sehr unangenehm. Und er soll das Bundesland verlassen. Und soll dann die Summe von 2.300. 300. Warum 2.300? Sie sagte mir gerade, die hätten Kassensturz gemacht. Und da haben die ungefähr so eine Summe rausgekriegt. Das heißt, derjenige, der die Mail geschrieben hat, weiß, wie viel Geld er hat. Die Beamten vermuten, dass der Täter aus dem engsten Familienkreis kommt und haben den Stiefbruder und seinen Vater auf die Wache bestellt. Im Flur kommt es zum folgenschweren Zusammentreffen der Patchwork-Familie. Kann das sein, dass Sie sauer gewesen sind deswegen? Sie hat nie... Ich bin aktuell immer sauer. Ja. Sie hat nie auf dich gestanden, okay? Das ist die Wahrheit, das hat sie mir gesagt. Du hast dir immer Hoffnungen gemacht und keine Ahnung, ihr kennt euch so lange, keine Ahnung, aber wir haben uns halt auf der Party kennengelernt, das war halt so. Was für eine Party? Ja, das können Sie ja gut, das sind ja jetzt Geschichten, sorry, aber, die sind ja jetzt eigentlich nicht zielführend für diese Straftat, die hier im Raum steht, nee. Oder? Welche Party, also. Wer mit wem hier sich wie kennengelernt hat. Wir haben jetzt hier aktuellen Sachverhalt, dass hier eine Nötigung, Erpressung, sowas in dieser Richtung hier angezeigt wird. Und zwar sollen hier Geldbeträge überwiesen werden und er soll hier das Bundesland verlassen. Das habe ich jetzt so richtig verstanden, ne? Jetzt habe ich gerade eine Idee. Mhm. Sollen wir das mal machen? Du weißt ja, du kannst ja Geld überweisen sofort und würdest dann über E-Mail benachrichtigt. Sollen wir das mal machen? Du hast den Zettel mit der E-Mail-Adresse. Ganz genau. Dann hol ich hol den und dann machen wir das mal. Dann machen wir so, dass Sie jetzt mal einen Cent überweisen oder 10 Cent
Und dann schauen wir mal, ob das irgendwo ankommt, ob Sie da ein Feedback kriegen. Weil über dieses Feedback können wir dann versuchen, über unsere IT-Experten dann rauszukriegen, wem diese E-Mail-Adresse gehört, an welche das Geld gesendet worden ist. Und ja, dann ist es eigentlich relativ einfach. Sie tippen das ein, 1 Cent reicht schon. Dann kriegt derjenige, der hier diesen Auftrag gegeben hat, ja sofort eine Nachricht. Eigentlich, sollte er. Ja, gut. Wenn sein Handy nicht irgendwo anders ist oder tot ist oder was auch immer. Ja, gut. Aber im Normalfall funktioniert das. Also ich habe da gute Erfahrungen mit. Kriegen Sie es hin? Moment. Jetzt. Jetzt geht's los. Okay. Wow. Wer klingelt? Klingeln Sie? Wer war das jetzt? Ihr Handy brauche ich nicht mal. Ich gebe mal mein Zettel. Du. Zeigen Sie mal Ihr Handy. Bestimmt du. Also Sie haben es abgesendet. Okay, bitte. Ich weiß es ganz genau. Ich habe nur von meinem ersten Mal bekommen. Zeigen Sie mal Ihr Handy. Ich habe auch ein Handy. Ja, zeigen Sie mal bitte. Sie haben ja auch gerade telefoniert. Ja. Von wem ist dein Handy? Also bei Sie, Ihnen darf ich mal ganz kurz? Okay. Hier, okay. Payfront. Nee, ne? Überwiesen. 1 Cent. Jetzt gerade. Uhrzeit passt? Ja. Nicht wahr, ne? Gucken Sie hier. Marco, ich glaub's doch nicht. Können Sie es sehen? Mein eigener ja, Mann. Mein Gott. Du so, immer nur einer. Sohn. Also, ich wusste es. Und mich mit eigentlich? Ey, das kann ja okay, nicht. Gut. Kann ja also ich von den zwei. So, einmal ruhig. Jetzt mal zur Erklärung. Warum ist das Geld jetzt bei Ihnen auf dem Konto gelandet? Ja, mein Gott, ich wollte dem kleinen Scheißer da mal eine Lektion erteilen. Oh ja. Weil der meinem Sohn die Freundin ausgespannt hat. Und weil der hat immer von vorne und hinten reingesteckt kriegt. Ja, aber das ist doch, Sie sind doch eine Familie, oder? Sie nicht wohnen Sie getrennt? Waren. Wohnen Sie getrennt? Familie. Sie wohnen zusammen? Ja. Daher kommen die ganzen Informationen auch, was er für Seiten besucht hat und so weiter. Ich gebe Ihnen nur mal den Zettel. Das Ganze sollte eigentlich nur an ihn mal ein Denkzettel sein, und da reicht ein Gespräch. Dass ich dann im Endeffekt. Aber Sie sind ein erwachsener Mann, ne? Da reicht ja ein Denkzettel, ist ein Gespräch, wie der Kollege sagt, oder im Zweifel auch mal vielleicht ein Gespräch zu viert. Aber da kann man doch nicht so eine Nummer reißen hier. Ja, nu, ich habe das jetzt nicht so dramatisch gesehen. Also jeder, der eine eigene Familie hat, kann ungefähr nachermessen, wenn es Stress gibt in der Familie, dass man zu Problemlösungen dazu beiträgt. Ja, dies hat der Vater nicht gemacht. Er hat diese Probleme erst geschaffen, ja, um seinem Sohn, sage ich mal, eins auszuwischen. Aber das war meines Erachtens der vollkommen falsche Weg. Da hätte ein Gespräch erstmal gereicht und dann alle weiterführenden erzieherischen Maßnahmen, keine Frage. Aber das war wirklich zu tief in die Kiste gegriffen, hier den Jungen also wirklich vor ein Problem zu stellen, was er alleine nicht mehr lösen kann. Der Familienvater muss sich wegen versuchter Erpressung und Nötigung verantworten. Seine Frau konnte ihm die Tat nicht verzeihen und hat die Scheidung eingereicht.